Hallo Leute und willkommen mal wieder zu Final Fantasy 12. Jawohl. Ich muss mich hier direkt nochmal entschuldigen, dass ich in den letzten Tagen nichts mehr hochgeladen habe. Oh, es ist laut hier. Das liegt daran, dass ich 5 Tage in Kroatien war. So ein kleiner Urlaub zwischendurch. Tut mir leid, ich habe vergessen, was zu sagen. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder da und mache mit Final Fantasy weiter. Bald sind wir fertig. Wir haben mal nun im letzten Part Yasmaat besiegt und auch die Belohnung abgeholt. Und zwar das Deus Ex Emblem. Wir haben jetzt nun alle 3 Embleme zusammen, die wir nun verkaufen können, um ein sehr seltenes Schwert zu bekommen. Warte, wo kann man es am schnellsten verkaufen? Ja, Dorf L zum Beispiel jetzt mal. Da dürfte es relativ schnell gehen. So. Das machen wir noch schnell. So, und hier ist gleich ein Laden. Tetran, ja, laber nicht. So. Verkaufen. Jetzt machen wir das mal. Ganz nach unten. So, einmal das Taikobo-Emblem, das wir vom Fisch bekommen haben. Omega-Emblem von Omega MK12 und das Deus Ex-Emblem von Yasmaat. So, das Sortiment an Handelswaren wurde aufgestockt. Da haben wir nun das Drachenquestus, ein geomantischer Schriftzug, der von der Reise eines verwunschenen Königs und seiner lieblichen Tochter erzählt, ist in die Klinge gemeißelt. Kaufen, das Trossschwert bekommen. Yay! Ja, laber nicht, laber nicht. So, schauen wir uns das nette Ding mal an. So, Attacke 130, Attribut heilig. Mega! Wir können das jetzt mal anziehen. Und ich glaube, eine Sekunde, wenn ihr das gesehen habt, es bringt uns nämlich Ena und Courage. Weil jetzt hat, ihr seht, wir haben nichts ausgerüstet, haben nur TP mal 2. Wenn wir das Trossschwert angezogen haben, dann haben wir Ena und Courage. Kann man auch gerne mal austesten kurz. Irgendwie mal so, tada. Schauen wir uns das Ding mal an, wie das Teil so ausschaut. Das ist nämlich das Schwert, das Gilgamesh ganz am Ende vergessen hat, glaube ich, war das. Im zweiten Kampf, am Ende, wo er sich nochmal geholt hat. Attribut heilig. So, da haben wir's. Das sieht schon richtig geil aus. Also, das ist ein hübsches Schwert. Trossschwert. Das Problem aber bei der ganzen Sache ist, das werdet ihr schnell merken, dass sich die ATB-Leiste um einiges, langsam auffüllt. Seht ihr das? Das ist ein richtiger Nachteil. So. Macht es auch nicht mega den Schaden, weil es Attribut heilig ist. Ich glaube, die Dinger sind nicht so. Aber das ist, aber Aussehen gebe ich dem Ding eine volle 1. Auf jeden. Sieht auch richtig geil aus. Und macht auch einen geilen Sound beim Schlagen, muss ich schon sagen. So, wir haben jetzt nun sozusagen die Trophäe erhalten, dass wir nun die 2 fettesten Mobs oder Gegner im Spiel besiegt haben. Was wir jetzt als nächstes machen, ist noch die letzte Nebenmission, wie ich im letzten Part schon angesprochen habe, die mit den exotischen Monstern. Wir haben schon einige besiegt, auf die werde ich hinweisen, und zwar würde ich dann anfangen mit dem Aspidokeron. Das war dieses eine fette Adamantamai-Ding in der Cerobi-Steppe, von dem wir die Rotlegierung im Sonnenschwert-Part geklaut haben. Davon haben wir ja irgendein Signum bekommen, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Naja, ist auch wurscht. Wir haben hier, oh, warte mal, tun wir mal, hier mal. Jetzt haben wir 5, ich glaube, das war das Orkus-Signum. Naja. Auf jeden Fall machen wir weiter mit dem Anubis-Monster und das befindet sich nämlich im Sohn-Höhlenpalast. So, befinden tun wir uns hier in der Grotte der Zeit. Und zwar erscheint dieser Exot nur, wenn man jetzt von der Grotte der Zeit aus hier zur Pfad der Selbstfindung im Geheimraum geht. Dafür müsst ihr eben das Wasserfallrätsel gelöst haben. Und
Genau. Wenn ihr es wissen wollt, wie es geht, dann einfach Part, weiß nicht, was das war, 80 oder so, zieht euch einfach rein. Und hier erscheint das Ding schon. Es erscheint einfach jedes Mal. Das hat nicht viel drauf, das hat ist gleich tot und ja, ups. Das Blutsignum haben wir erhalten, genau. Und ich werde jetzt hier nicht gleich abbrechen, denn wir haben noch einen zweiten Exoten hier im Sohn-Höhenpalast, den ich gleich aufsuchen werde. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr so genau, wie der geht. Aber wir werden es einfach versuchen. Dafür müssen wir zum Kanonengang. Der ist einfach hier oben. Ganz easy. Und zwar handelt es sich um den Exot Vendist. Hat 30.000 TP. Und zwar muss man dafür 4 Wendigos schlagen. Man muss anfangs ein Wendigo schlagen und dann hat man 5 Minuten oder 4 Minuten Zeit, 3 weitere zu schlagen. Da haben wir nämlich einen. Hier, den da. Und ich kann auch mal dabei die anderen ausmachen. So, da haben wir jetzt einen. Und wir haben jetzt 5 Minuten Zeit oder 4 Minuten, um in jedem von den 4 Räumen einen zu killen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir nur Wendigos killen sollen. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal tun. Tri-Attack ist immer böse, ey. Tri-Attack ist böse. Böse. So, und da haben wir nämlich noch einen. Und zwar nur den Wendigo angreifen. So. Stück Madenfleisch, Arcana kriegen wir auch noch. So, Portal der 12, ab nach oben. Puh, nicht angreifen, nicht angreifen. So. Und zwar nur den Wendigo. Stirb! So. Und jetzt den letzten. Der dürfte hier links sein. Puh. So. Hier ist der letzte. Da unten. So, Wendigo. Hier haben wir ihn. Badabu. So. Jetzt dürfte dieser nämlich in der im Zentrum erscheinen. Ist er das? Das dürfte er sein. Perfekt. Fran Barsch kommt mal kurz dazu. So, Haska, okay. Ja, das ist er, Vendist. Da haben wir ihn. Na, ja, komm mal her, mein Lieber. Müsste eigentlich auch gleich down sein. Bam und bam. So, geschafft. Da haben wir das Furchtsignum, sehr gut. Und als nächstes werden wir uns in der Kanalisation, in Garamseys Kanalisation umsehen. Bis gleich. So Leute, wenn ich schon hier bin und sehe, dass in Agiza Trockenzeit herrscht, dann können wir hier gleich auch einen weiteren Exoten erledigen. Sein Name ist Nasanil. Und zwar erscheint er zu 40% anstatt eines Sklaven-Nils, die sich im hinteren Eck des wie heißt es denn so schön, der Giza-Ebene befindet. Ja, ach komm, können wir hier überspringen, ohne Witz. So, wir werden hier mal außen rum gehen. Ja, leck mich, ey. So. Halleluja. Und zwar zu 40%, genau. Statt einem Sklaven-Nil. Ich weiß nicht, ob man jetzt... Ah, ich habe keine Ahnung mehr. Ob man jetzt 2 Gebiete nochmal zurückgehen muss. Anscheinend schon.
schauen wir uns das mal an. Gehen wir mal in dieses Gebiet hier. So, wo sind wir denn eigentlich? Wir müssen dahin, ins Sternregenfeld. Genau. Perfekt. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Oh, da vorne haben wir noch einen Bunker. Harte Sache. Ich will ihn mal umbringen. Was soll ich denn umbringen? Ich habe einen Bunker irgendwie umgebracht und 3 Kilo erhalten. Ja, böse. Ja, was soll's. So. Hier haben wir noch einen schönen Safe. Was haben wir hier? Eine reisende Viera. Ja, bla 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 bla, leck mich. So. Schauen wir mal, ob wir Glück haben oder nicht. Warte mal, ich mache mal die Gambit aus. So, hier haben wir dieses Sklavenil. Genau. Und nur zu 40% ist es ein Nasanil. Hier dieses Teil. Boom. Und ich glaube, die Dinger erscheinen hier nur einmal, oder? Wenn dies nicht der Fall ist, solltet ihr einfach 2 Dinger wieder zurückgehen. Und ich mache das mal so lange, bis dieses Scheißteil erscheint. Bis gleich. Ho, 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 was für ein Glück. Erschien gleich beim ersten Mal. Nochmal gehen hier. Ja, das Ding hat, glaube ich, 40.000 TP. Ist schon ein Menge stärker. So, mal kurz. Bla, 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 bla. Badaboom. Hallo. Wir siegen. Bam. Ups. Stirb. Ich besieg's ja schon alleine hier. Oh, das war's schon. Ups. So, geschafft. Das Rossinum. Ross. Geil. So, genau. Ab zum Cheetah... Nein, nicht zum Cheetah-Hochland. Erst wieder nach Rabanest. Wir wollten ja in die Kanalisation gehen. Na gut, dann sehen wir uns gleich unten. So, bevor ihr nun dem Mob gegenüber tretet... was sag ich Mob? Oh, Exot, meine ich ja. Solltet ihr hier dieses diese Sektion geschlossen haben... Oder nee, ihr doch geschlossen. Den Wasserstandsregler für Sektion 10. Und dann könnt ihr hier einfach mal reingehen. So. Hier lang. Okay, wir gehen jetzt mal runter. Okay, hier haben wir eine Kaiserechse, oder? Ja. Genau. So. Und wir latschen jetzt einfach mal schnurstracks geradeaus. Und warten hier einfach mal ein bisschen. Einfach mal so ungefähr ein paar Sekunden. La 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 la. So ungefähr 10 Sekunden. So. Jetzt kommt dieses Ding schon angesprintet. Total geil. So, Giagaviator. Da haben wir ihn. Ah, da war eine Falle. Lol. So, und der hat 80.000, glaube ich. Naja, aber nicht so schlimm. Gleich tot. So. Geschafft. Ich finde die Sequenz am geilsten, wenn es auf einmal her sprintet. Das Flammensignum. Oder auch immer Flammen. Keine Ahnung. Soweit ich weiß, gibt es hier nichts mehr in der Garamseis-Kanalisation, weswegen wir uns ab in die Hennerminen befördern.